Willkommen zu Top 97, dem Antrag Aktuelle Stunde der Fraktion der SPD. Humanitäre Aufnahme von Flüchtlingen dringend notwendig. Landesaufnahmeprogramm für Hessen muss jetzt endlich vorgelegt werden. Und als erstes bitte ich Herrn Frank-Thilo Becher von der SPD-Fraktion ans Rednerpult. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Knapp 80 Millionen Menschen sind aktuell auf der Flucht und aus ihrer Heimat vertrieben. Nein, verehrte Herren von der AfD, ich will Sie nicht alle nach Hessen holen. Und die wenigsten von Ihnen wollen auch nach Hessen. Fast 46 Millionen von diesen Menschen sind nämlich innerhalb des eigenen Landes auf der Flucht. 73% der Flüchtlinge, die die Grenze überschreiten, halten sich in einem Nachbarland auf. 40% von ihnen sind Kinder. 80% erleiden Mangelernährungen. Und die größte Anzahl von Flüchtlingen kommt immer noch aus Syrien. Mit diesen wenigen Zahlen des UNHCR deutet sich ein Bild an über weltweite Flucht und erzwungene Migration, vor dem wir die Augen nicht verschließen können. Der Hotspot auf den griechischen Inseln mit 43.450 Flüchtlingen in völlig überfüllten Lagern ist dabei für uns hier die anschaulichste Seite dieses Dramas, weil es sich in Europa und direkt vor unserer Haustür abspielt. Und das, was uns im Leben gerade aus dem Gleichgewicht gebracht hat, nämlich die Corona-Krise, das hat in der Situation dieser Lager und weltweit natürlich die Zuspitzung noch viel mehr vorangetrieben. Die eher hilflosen Versuche, ich sage das so, in Europa damit umzugehen, haben durchaus etwas Beschämendes. Ich nehme das so wahr. Die Verteilung innerhalb Europas, der Versuch einer EU-Lastenteilung in einem Matching-Verfahren, bleibt in politischen Taktierereien hängen. Aber auch das müssen wir nicht nur beklagen, verehrte Damen und Herren. Es gibt nämlich Handlungsmöglichkeiten. Auf dem Weg des Familiennachzugs können z.B. viele Menschen von den griechischen Inseln sehr schnell geholfen werden. Sie können zu uns. Deshalb sollten wir der Frage noch einmal nachgehen, Herr Minister, warum von 632 Anfragen auf Familiennachzug 523 abgelehnt worden sind. Wir sollten in Hessen, glaube ich, den Weg des Familiennachzugs aus dem griechischen Lager deutlichst befördern. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Corona-Krise hat uns ja auch Dinge gelehrt. Nämlich zum Beispiel ist es klug, hilfreich, zielführend, in solchen Situationen von den Schwächeren herzudenken. Wir haben unsere Sofortmaßnahmen an alten Menschen, an Vorerkrankten, an besonders Gefährdeten ausgerichtet. Ganz selbstverständlich. Das war unser Verständnis von gesamtgesellschaftlicher Verantwortung, getragen von Humanität, und das war und ist gut und angemessen. Und zweitens, wir haben erlebt, dass Lösungen und Probleme grenzüberschreitend sind. Das mag uns gefallen oder nicht, es ist so. In dieser Welt leben wir. Und beides kann und sollte uns bei der Frage von Flucht und Migration auch leiten, beide Erkenntnisse. Grenzüberschreitend denken ist das Gegenteil von einer Das-Boot-ist-voll-Politik, wie sie hier gestern wieder vertreten worden ist. Diese Politik des Das Boot ist voll ist historisch immer in Katastrophen gemündet. Das sollte uns eigentlich bewusst sein. Und die Realität sieht auch ganz anders aus. 9.000 Flüchtlingszugänge in 2019 in Hessen, gerade einmal 2.182 bisher in 2020. Wir haben Platz und wir haben Kapazitäten in diesem Land. Und wir haben Menschen und Initiativen, Städte und Landkreise in Hessen, die mit der Erwartung an uns alle hier herantreten, dass wir diesen Platz Flüchtlingen zur Verfügung stellen. Sie haben sich gestern in einer Mahnwache hier in Wiesbaden versammelt. Und deshalb, verehrte Damen und Herren der Regierungsparteien, ist es jetzt allerhöchste Zeit und dringend geboten, die zur Verfügung stehenden Möglichkeiten für eine Flüchtlingsaufnahme in Hessen aktiv zu nutzen. Es gibt keinen Grund mehr, länger zu warten.
Sie haben Wege juristisch geprüft und verworfen, aber andere Wege stehen uns sperrangelweit offen. Landesaufnahmeprogramm ist ein Stichwort, Resettlement ist ein anderes. Das sind zwei Wege, die nach dem Aufenthaltsgesetz uns ausdrücklich ermöglicht sind. Sie wollten, das haben Sie gesagt, sich Programme aus anderen Ländern ansehen und orientieren. Ja, das finde ich gut. Man muss nicht alles selbst erfinden. Also schauen Sie einfach nach Schleswig-Holstein. Dort ist man, wie ich finde, vorbildlich vorgegangen. Man hat analysiert, was man selbst zu leisten imstande ist, welche Unterstützungen strukturell da sind, welche Flüchtlinge am nötigsten Schutz brauchen und welche Flüchtlinge gute Integrationsmöglichkeiten in Schleswig-Holstein haben. Man kann sich das in Flensburg idealtypisch anschauen. Das Programm ist sehr schnell angelaufen. Das wäre ein einfaches, in Hessen etwas Paralleles auf den Weg zu bringen. Ich bitte Sie, wechseln Sie jetzt vom Modus der Ankündigung eines Landesprogramms von Flüchtlingen in den Modus der Umsetzung eines Landesprogramms. Setzen Sie, Herr Becher, kommen Sie bitte zum Schluss. Ja, ich komme zum Ende. Setzen Sie ein deutliches Zeichen, dass eine humane Flüchtlingspolitik ganz selbstverständlich und alltäglicher Teil in Hessen ist. Ich glaube, es wäre ein wichtiges und auch politisch orientierendes Signal für unser Land, wenn wir an dieser Stelle jetzt deutlich aktiv würden. Vielen Dank. Als nächstes darf ich Herrn Burshoff von Bündnis 90 Die Grünen ans Rednerpult bitten. Ja. Verehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, lieber Kollege Herr Becher, Sie haben es ja einleitend auch richtig und ausführlich dargestellt. Die Zahl der Menschen, die vor Krieg, vor Gewalt, vor politischer Verfolgung, vor politischer Vertreibung, vor Diskriminierung, vor Menschenrechtsverletzungen fliehen, steigt weltweit an. Auch die Zahl derjenigen, die wegen Umweltzerstörungen und auch den Folgen der Klimakrise ihre Heimat verlassen müssen, steigt von Jahr zu Jahr. Ihre Fluchtursachen mögen unterschiedlich sein, aber eines teilen sie oft gemeinsam, nämlich, dass sie vielerorts leider wie Menschen zweiter Klasse behandelt werden. Meine Damen, meine Herren, Menschenrechte gelten für alle Menschen und nicht nur für diejenigen, die auch zufällig in ihrem Herkunftsstaat leben können. Das muss endlich auch weltweit so gelebt werden. Weltweit klingt fern, weltweit klingt nach schwierig Einfluss zu nehmen, und da mag auch was dran sein. Aber Europa klingt zumindest nah, und auf unserem Kontinent tragen wir eine besondere humanitäre Verantwortung. Und auch dieser Verantwortung muss die Bundesrepublik Deutschland auch stets gerecht werden. Die Bundesregierung und die Europäische Union müssen zum einen ihren Einfluss weltweit nutzen, um die Situation in den Herkunftsländern zu verbessern und Fluchtursachen endlich mit Nachdruck bekämpfen. Und auf europäischer Ebene benötigen wir dringender denn je eine gemeinsame Lösung für die Rettung, Verteilung und Versorgung der Schutzbedürftigen. Und vor allem müssen wir die Länder am Mittelmeer viel mehr unterstützen, als wir es momentan tun. Wenn wir von europäischen Werten reden, meine Damen und Herren, kann das die einzig zulässige Antwort sein, denn Flüchtlingslager wie in Lesbos oder die Situation auf dem Mittelmeer sind ein Armutszeugnis für unser Kontinent. Trotz der Tatsache, dass die Lösungen auf europäischer und Bundesebene gefunden werden müssen, können wir in Hessen, es ist richtig, einen kleinen Beitrag dazu leisten. Und den leisten wir und den möchten wir auch weiterhin leisten, meine Damen und Herren. In Hessen stehen wir nämlich zu unserer Verantwortung. In Hessen werden Geflüchtete gut versorgt und unterstützt. Und die hessische Landesregierung hat erst vor wenigen Wochen sich bereit erklärt, zusätzlich zum Verteilschlüssel weitere minderjährige Schutzbedürftige aus den griechischen Lagern aufzunehmen. Das begrüßen wir ganz ausdrücklich. Und Sie haben die Frage gestellt, wie viele. Das ist natürlich nach Absprache mit den Kommunen auf 100 beziffert worden. Das ist die Antwort der Landkreise gewesen, und zwar davon mit Rücksprache der Jugendämter. Dazu komme ich jetzt gleich auch. Und es ist auch wichtig, noch einmal zu erwähnen, dass wir natürlich auch mehr
einen Beitrag leisten möchten. Ich steige gleich auch auf den Punkt ein. Aber lassen Sie mich noch einmal erwähnen, dass wir in Hessen auch mehr UMAs, als wir im Verteilschlüssel vorgesehen haben, ohnehin schon aufgenommen haben. Das ist auch richtig und das ist auch wichtig. Und diesen Weg möchten wir auch weiter gehen, meine Damen und Herren. Und auch das in unserem Koalitionsvertrag vereinbarte Landesaufnahmeprogramm wird nun zeitnah aufgesetzt werden, natürlich mit der Zusammenarbeit mit dem UNHCR. Aber jetzt kommt das Entscheidende. Sowohl bei der Aufnahme von den Minderjährigen als auch beim Landesaufnahmeprogramm, also selbst bei den Instrumenten, die wir hier in Hessen zur Verfügung gestellt bekommen haben vom Gesetzgeber, benötigen wir die Hilfe, die Ressourcen und die Erlaubnis der Bundesregierung. Wenn wir also hier in dem Koalitionsvertrag oder wenn wir das, was wir im Koalitionsvertrag vereinbart haben, ein Landesaufnahmeprogramm aufzusetzen, darauf warten, dass die Entscheidung der Bundesregierung oder auf die Entscheidung der Bundesregierung, auf die Kabinettsbeschlüsse aus Thüringen oder auf die Anfrage aus Berlin warten, eben weil wir ein rechtssicheres Aufnahmeprogramm auferlegen möchten, damit es den Menschen effektiv zugutekommt und, das ist mir ganz wichtig, nicht nur einfach einer Symbolik dient, dann sollte doch dieser Schritt, dass wir gerade auf diese Antworten und warten, nachvollziehbar sein. Aber ich bin wirklich froh darüber, dass die Kolleginnen und Kollegen und Herr Becher allen voran von der SPD-Fraktion hier im Hessischen Landtag diese Schritte der hessischen Landesregierung, weitere minderjährige Schutzsuchende aufnehmen möchten, unterstützen. Ich bin auch froh darüber, dass Sie die Koalition auffordern, das, was wir im Koalitionsvertrag aufgesetzt haben, auch umzusetzen. Das ist absolut ernst gemeint von mir. Das ist auch aufrichtig gemeint, weil das keine Selbstverständlichkeit ist. Denn Ihre Kollegen im Bund und die in den anderen Bundesländern, wo Sie in der Regierung Verantwortung tragen, stehen zu diesem Thema offenbar anders. Als Teil der Bundesregierung verweigern Sie nämlich die Erlaubnis, den Ländern wie Berlin Geflüchtete aus Lesbos aufzunehmen. Und in Thüringen, meine Damen und Herren, war die SPD Bremserin, was ein Aufnahmeprogramm anging. Die Schlagzeile eines Artikels im Tagesspiegel vom 5. Mai lautete noch, ich zitiere, Koalitionskrach in Thüringen, SPD stoppt Hilfsplan für Flüchtlinge auf Lesbos. Also vielen Dank für die Unterstützung hier in Hessen. Helfen Sie aber weiter mit, greifen Sie zum Hörer, rufen Sie Ihre Kolleginnen und Kollegen in Berlin an, rufen Sie Heiko Maas an, damit dort, wo die Entscheidungen, die wichtigen, relevanten Entscheidungen getroffen werden, für unser gemeinsames Anliegen dort Hilfe geleistet werden kann oder den Händlern gelassen wird, dass sie leisten können. In Hessen können wir eine unzureichende Flüchtlingspolitik auf Europaebene und Bundesebene einfach nicht wettmachen. Und helfen Sie auch mit, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD-Fraktion, damit auf der Bundesebene die Regeln für die Kommunen, das haben Sie, Herr Schalauske, angesprochen, für die Kommunen, die dankenswerterweise sich zum sicheren Hafen erklärt haben, auch ändern und man ihnen ihren Wunsch entsprechend einen größeren Beitrag leisten lassen kann. Da würde ich mich sehr freuen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Für die FDP-Fraktion hat sich nun Herr Pürsün zu Wort gemeldet. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Letztes Jahr nahezu zur gleichen Zeit haben wir über einen Dringlichen Antrag der Regierungsfraktion beraten, einen Antrag mit dem Titel Landesaufnahmeprogramm für Flüchtlinge in Not. Ein Dringlicher Antrag. Das ist insofern interessant, dass die parlamentarischen Geschäftsführer und auch das Plenum noch einmal zur Kenntnis nehmen sollten, welchen Dringlichkeitsbegriff eigentlich diese Koalition und die hessische Landesregierung hat. Passiert ist seither nichts. Jedenfalls nichts Greifbares seitens der Landesregierung in diesem Bereich. Aber es ist natürlich so, dass wir uns in der Regel freuen, wenn das grün-schwarze Regierungsprogramm nicht abgearbeitet wird. Also gerne weiter so. Zweifelsohne ist die Situation in vielen Flüchtlingslagern prekär. Zweifelsohne muss die internationale Staatengemeinschaft Lösungen herbeiführen. Zweifelsohne muss die Staatengemeinschaft Fluchtursachen bekämpfen. Zweifelsohne stellt auch Corona ein weiteres Risiko für die Geflüchteten in diesen Lagern dar. Wir sind allerdings nach wie vor der Auffassung, dass ein Landesaufnahmeprogramm nicht die Lösung bringt. Wir brauchen vernünftige europäische und bundesweit einheitliche Regelungen zur Aufnahme von Flüchtlingen, Regelungen, die dann auch gelten und umgesetzt werden. Die beschließen wir aber nicht in diesem Haus.
Wir brauchen auch eine europaweit abgestimmte Migrationspolitik. Wir brauchen ein Einwanderungsgesetz, mit dem wir legale Einreise regeln. Die Aufnahme einzelner Flüchtender durch Städte und Bundesländer ist so keine Lösung. Jede Aufnahme und Verteilung muss nach Bundesrecht und Königsteiner Schlüssel erfolgen. Das Land Hessen und seine Landesregierung sollte sich, und da wiederhole ich mich, darauf konzentrieren, die Gemeinden sinnvoll bei der Unterbringung zu unterstützen. Bei der gestrigen Debatte zum Landesaufnahmegesetz wurde leider deutlich, dass die Landesregierung zu dieser Unterstützung nur bedingt bereit ist. Wir sprachen auch gestern schon von Integration. Integration, meine Damen und Herren, geschieht vor Ort. Da können und müssen wir ansetzen. Bei der Integration müssen wir den Gemeinden zur Seite stehen. Wir müssen dafür Sorge tragen, dass die bei uns lebenden Flüchtlinge Zugang zu Arbeit und Bildung bekommen. Wir müssen dafür Sorge tragen, dass sie Deutsch lernen. So wird es uns gelingen, diese Menschen zu integrieren in eine für sie hier meist doch sehr fremde Kultur. So wird es uns gelingen, langfristige Erfolge zu erreichen. Nur so wird es uns gelingen, denen, die einen Keil in die Gesellschaft treiben wollen, den Wind aus den Segeln zu nehmen. Daher, meine Damen und Herren, lehnen wir ein solches Landesaufnahmeprogramm ab. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Für die Fraktion der CDU hat sich nun Herr Tippi zu Wort gemeldet. Hochverehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, um ehrlich zu sein, war ich über diesen Antrag der SPD zu dieser Aktuellen Stunde doch sehr verwundert. Immerhin haben wir erst gestern das Thema Landesaufnahmeprogramm behandelt, und zwar auch zusammen mit dem Entschließungsantrag der SPD. Das heißt, wir haben auch gestern bereits die Gelegenheit, ausführlich zu diesem Thema Zeit zu diskutieren. Auch ich hatte mich dementsprechend geäußert und klargemacht, dass ein Landesaufnahmeprogramm in unserem Koalitionsvertrag fest verankert ist und mit dem somit auch nachkommen werden. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen der SPD, auch die Aufforderung von Ihnen, mit dem Sie beginnen, humanitäre Aufnahme von Flüchtlingen dringend notwendig, erachte ich schon als Schlag ins Gesicht aller Kommunen und alle ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, die sich in den letzten Jahren für die Flüchtlinge sich so eingesetzt haben. Mit dieser Aussage tun Sie so, als ob wir in Hessen in der Vergangenheit nichts geleistet hätten im Bereich der Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen. Dem kann ich nur aufs Schärfste widersprechen. Seit der Flüchtlingswelle im Jahr 2015 haben wir Bund, Land und Kommunen alles in unserer Macht Stehende getan, um Flüchtlinge aufzunehmen und menschenwürdig auch unterzubringen. Die Landesregierung hat bereits von Beginn an mit dem ersten Aktionsplan zur Integration von Flüchtlingen und Bewahrung des gesellschaftlichen Zusammenhalts klargemacht, dass sie sich einer an Humanität und Solidarität ausgerichteten hessischen Asyl- und Flüchtlingspolitik verpflichtet fühlt. Mit zahlreichen Maßnahmen haben wir diese Kommunen unterstützt und haben seitens des Landes hierfür mehrere Milliarden auch ausgegeben. Hessen hat auch bereits ein Landesaufnahmeprogramm aufgelegt und dieses mehrfach verlängert, um den Familiennachzug zu syrischen Familienangehörigen zu ermöglichen. Und erst im Mai dieses Jahres haben wir gegenüber der Bundesregierung deutlich gemacht, dass wir bereit sind, weitere unbegleitete Minderjährige aus den Flüchtlingsunterkünften auf den griechischen Inseln aufzunehmen, meine Damen und Herren. Wir haben uns in Hessen also sehr wohl der Verantwortung gestellt, haben die geltende Aufnahmequote sogar überfüllt und sind unseren humanitären und aber auch christlichen Pflichten nachgekommen. Mir ist es noch wichtig, liebe Kolleginnen und Kollegen, noch eine Sache hier klarzustellen. Liebe SPD-Fraktion, der Koalitionsvertrag ist immer noch ein Vertrag zwischen CDU und Grünen, und wir setzen diesen Vertrag Punkt für Punkt auch um. In Sachen Menschlichkeit, liebe Kolleginnen und Kollegen, in Sachen Menschlichkeit und Nächstenliebe brauchen wir
von Ihnen keine Lehrstunde. Die SPD, braucht sich hier nicht als Oberlehrer, liebe Kolleginnen und Kollegen, aufzuspielen. Und wir lassen uns sicherlich auch von Ihnen, der SPD, nicht reiben. Wir stehen dafür, dass man mit Bedacht und Verstand Flüchtlinge aufnimmt und nicht kopflos handelt. Wenn es um die Menschen geht, warten wir nicht auf einen Antrag der Opposition, um einen Antrag auch zu erhalten. Wir sehen es als menschliche Verpflichtung und haben in Hessen alles dafür getan, den Flüchtlingen zu helfen und ihnen eine neue und sichere Lebensperspektive zu bieten. Doch Hessen kann das Leid der Menschen nicht alleine schultern. Dessen müssen wir uns alle bewusst sein. Daher ist es auch notwendig, dass wir gemeinsam eine Lösung mit den anderen Bundesländern und dem Bund entwickeln und ein gemeinsames Vorgehen abstimmen. Denn nur so können wir realistische Migrationspolitik mit christlich-humanitärer Hilfe verbinden und verantwortungsbewusste und zielgerichtete Politik machen, ohne die Menschen zu überfordern und eine erfolgreiche Integration zu gefährden. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Als nächstes bitte ich Frau Sönmez von den Linken nach vorne. Ja, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, jetzt ist nun schon über ein Jahr vergangen, seit wir hier auf unseren Antrag hin über ein hessisches Landesaufnahmeprogramm debattiert haben. Und schon damals war die Situation an den Außengrenzen von Europa, sowohl auf dem Mittelmeer als auch in den Flüchtlingslagern wie Moria zum Beispiel, katastrophal. Das haben wir hier auch in aller Länge und Breite diskutiert und auch versucht, ihn aufzuzeigen. Der Landtag hat am Ende eigentlich einen Beschluss gefasst dafür, dass die Landesregierung ein Landesaufnahmeprogramm für eine Gruppe Schutzsuchender mit hoher Vulnerabilität auferlegt. Wir haben alle gesehen, passiert ist seitdem eben nichts. Und weiterhin ertrinken Menschen auf dem Mittelmeer, meine Damen und Herren. Wenn wir von Menschlichkeit reden und von Humanität reden, wollte ich das hier noch einmal so ein bisschen erwähnt haben. Ich meine, die Landesregierung versteckt sich hinter internen Prüfungen und noch zu treffenden Entscheidungen auf europäischer Ebene, Bundesebene. Herr Bourgeau hat das heute wieder aufgeführt. Aber das ist eigentlich nichts anderes als eben Verzögerungstaktik. Wenn Sie sagen, dass das auf Bundesebene entschieden werden muss, dann müssten Sie jetzt eigentlich auch mal agieren, müssten jetzt eigentlich auch mal was auf den Tisch bringen, damit das Bundesinnenministerium auch was zu entscheiden hat. Aber wenn Sie jetzt nur verzögern und warten, dann kann auch auf Bundesebene nichts geschehen. Ich meine, wenn Sie wirklich ein Landesaufnahmeprogramm wollen würden, dann hätten Sie das schon längst gemacht. Zum Beispiel eine Aufnahmeanordnung hätten Sie beschließen können, so wie es Berlin und Thüringen ja bereits auch schon getan haben, neben Schleswig-Holstein. Meine Damen und Herren der Landesregierung, ich erinnere Sie, ich möchte Sie trotzdem, Herr Tipi, an Ihren Koalitionsvertrag erinnern. Da steht nämlich wörtlich drin, wir wollen ein Landesaufnahmeprogramm für eine Gruppe Schutzsuchender mit hoher Vulnerabilität auflegen und orientieren uns hier an den Programmen anderer Bundesländer. Ah ja, na dann mal los, meine Damen und Herren. Jetzt haben Sie ja auch Möglichkeiten. Sie können sich jetzt an Berlin und Thüringen orientieren. Ich meine, jetzt haben Sie, gibt es nichts mehr, was Ihnen im Weg steht. Und ja, es ist ja gesetzlich vorgesehen, dass zur Umsetzung eines Landesaufnahmeprogramms eben der Bundesinnenminister sein Einvernehmen erteilen muss. Aber wie gesagt, umso wichtiger ist es jetzt eigentlich, ein solches Programm zu beschließen, um auch deutlich zu machen, wir verzögern nicht länger, wir halten die Menschen nicht länger hin und wir lassen die Menschen nicht im Stich. Ich meine, Sie können es machen, wie gesagt, machen Sie es. Bevor Sie das eben nicht gemacht haben, gibt es im Bundesinnenministerium auch nichts zu entscheiden, meine Damen und Herren. Da gibt es auch nichts zu lachen, Herr Bourgeau.
Stattdessen werden aber Feigenblattprojekte auferlegt. Ich meine, wie zynisch war das doch? War doch diese Aktion im April, bei der mit großem Tamtam gerade mal 47 Kinder aus griechischen Lagern aufgenommen wurden. 47, darauf lasse ich mich jetzt nicht ein. Es waren 47 Kinder, auch wenn es keine Kinder waren. Es waren Menschen, die Hilfe gesucht haben. Und von dem her tut das auch nichts zur Sache. Es waren 47 Kinder aus griechischen Lagern, die wurden aufgenommen. Ich meine, 47 Kinder, das ist angesichts der fast 40.000 Schutzsuchenden auf den griechischen Inseln, angesichts der fast 80 Millionen Menschen weltweit auf der Flucht und vor allem. Bitte lassen Sie die Kollegin ausführen. Das ist angesichts der fast 80 Millionen Menschen, die weltweit auf der Flucht sind. Und vor allem aber auch angesichts der Mitverantwortung Deutschlands an den Fluchtursachen, die hier auch angesprochen wurden, wie z.B. Waffenexporte, Umweltzerstörung, Ausbeutung des globalen Südens mit Freihandelsabkommen. Das ist doch dann noch nicht einmal ein Tropfen auf dem heißen Stein, meine Damen und Herren, wenn Sie 47 Kinder aufnehmen. Als dann aber auch noch ans Licht kam, dass viele dieser Kinder sowieso enge Verwandte in Deutschland hatten und damit eigentlich einen Anspruch auf Einreise wegen Familienzusammenführung eben hatten, ja, da wurde es dann auch schnell klar, dass das hier wohl mehr eine PR-Aktion war. Und es nicht wirklich darum ging, Verantwortung für diese Menschen zu übernehmen. Ich meine, auch wenn es gut war, natürlich für diese 47 Kinder, dass sie eben doch aufgenommen wurden. Auch die Landesregierung hat jüngst ja per Presseerklärung bekannt gegeben, es wurde ja auch erwähnt, dem Bund mitgeteilt zu haben, weitere 100 unbegleitete minderjährige Kinder aufnehmen zu wollen. Gestern auf der Demo haben wir gehört, dass alleine Marburg sich bereit erklärt hat, 200 Menschen aufzunehmen. Und alle anderen weiteren Kommunen kommen da noch hinzu, meine Damen und Herren. Also, Frau Sönmez, kommen Sie bitte zum Schluss. So, Sie heucheln hier eigentlich so Aufnahmebereitschaft vor, schieben den schwarzen Peter aber immer wieder auf den Bund und versuchen sich so, um die Landesaufnahmeanordnung herumzumogeln, meine Damen und Herren. Und damit kommen Sie aber nicht durch. Das haben gestern die Demonstrantinnen und Demonstranten hier auf dem Dernschen Gelände auch gesagt. Sie kommen damit nicht durch. Das nimmt man Ihnen nicht mehr ab. Ich würde Ihnen vorschlagen, meine Damen und Herren, handeln Sie endlich, lassen Sie jetzt Ihren Worten wirklich auch Taten folgen, und dann kann man Sie daran auch messen, meine Damen und Herren. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Für die AfD-Fraktion hat nun Herr Richter das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Vorab, der Satz, das Boot ist voll, den habe nicht ich gestern verwendet, habe ich auch nicht benutzt. Der kommt von Otto Schilly. Da sollten Sie schon einmal darüber nachdenken. Um es klar auszudrücken, weder ist die Aufnahme von Flüchtlingen in unserem Land humanitär, noch ist diese dringend geboten. Beides wäre nur dann geboten, wenn Menschen an unserer Grenze vor Krieg und Elend flüchten, nämlich dann, wenn in einem direkten Nachbarland Konflikte ausbrechen. In einem solchen Fall baut man grenznah entsprechende Camps auf, versorgt die Menschen, hilft auf politischem Wege dabei, den Konflikt zu beenden und führt die geflüchteten Menschen nachfolgend wieder in ihre Heimat zurück. Das wäre eine dringend gebotene humanitäre Leistung. Dass die SPD gerade mit solchen Aktuellen Stunden und Anträgen versucht, die LINKEN auf der politischen Linksaußenspur noch zu überholen, ist angesichts des Kuschelkurses, den wir deutlich auch hier im Landtag bemerken, nicht verwunderlich. Der Niedergang der Sozialdemokratie ist exakt dem geschuldet, nämlich der Anbiederung an linke Kräfte, die unsere Demokratie und unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung in einen totalitären und sozialistischen Staat umwandeln möchten. Wir haben den Eindruck,
Sie wollten doch immer auch keine Zwischenrufe. Wir haben den Eindruck, dass die LINKEN das sogar zugeben. Die SPD sollte dies ebenfalls tun, damit die Menschen wissen, was sie wählen, nämlich nicht Humanismus, sondern den Weg zum Marxismus, den Weg zu linksgerichteter Gewalt und allumfassender Propaganda. Man kann nicht sagen, dass sich CDU und GRÜNE dem entziehen. Die Früchte solchen Handelns erkennen wir in Stuttgart. Das ist Ihre gelebte Demokratie, meine Damen und Herren, von den etablierten Parteien. Sie befinden sich auf dem Weg in einen totalitären Staat, in einen Staat der Unruhen und in einen Staat der Aufruhr. Ich weiß, dass das eine sehr emotionale Debatte ist. Ich bitte aber trotzdem, etwas ruhiger hier im Saal zu sein und dem Redner trotzdem zuzuhören. Sie werden sich gleich noch viel mehr aufregen. Denn die Wahrheit ist, ob Sie es wollen oder nicht, das einzige Bollwerk für unsere Verfassung und für unsere Demokratie sitzt dort, nämlich die Demokratie für Alternative für Deutschland. Sie, meine Damen und Herren, tragen Ihre marxistischen Ideologien im Herzen. Wir tragen die Liebe zu unserem Land und der Freiheit aller Menschen im Herzen. Das ist so. Es ist somit falsch, uns zu unterstellen, dass wir Menschen in Not nicht helfen möchten. Im Gegenteil, wir achten und respektieren Menschen aus allen Ländern, wertschätzen deren Kulturen und möchten diesen auch gerne vor Ort helfen, damit sie gar nicht erst in Not kommen. Das ist der Unterschied zwischen Ihnen und uns. Es ist klarzustellen, dass Sie es sind, die seit Jahrzehnten in unterschiedlichen Regierungskoalitionen daran beteiligt waren und sind, wenn Waffen in Konfliktzonen geliefert wurden und werden, wie auch in die Türkei. Mir fehlen die Worte, um diese Art der Politik überhaupt noch zu beschreiben. Und bei all dem vergessen Sie völlig, in welcher Situation sich Deutschland gerade befindet und wie wenig den Menschen in unserem Land von ihrem erarbeiteten Geld noch übrig bleibt. Ich betone ausdrücklich, zu diesen Menschen zählen auch Migranten. Denn was bei Ihrer Politik deutlich auffällig ist, so wie ein Migrant beginnt, unsere Werte, unsere Verfassung und unser Land zu lieben, werden auch diese Menschen bekämpft. Und wir von der AfD wissen ganz genau, würde da so ein Mensch, den Sie gerne retten würden, im Wasser treiben und er würde sagen, dass er dann, wenn er wieder hier nach Deutschland kommt, die AfD wählt. Ich muss wohl nicht ausführen, was mit diesem Menschen geschehen würde. Retten würden Sie ihn nicht. Ihnen geht es nicht um die Rettung in Not. Ihnen geht es einzig um Ihre Reputation. Und Ihnen geht es auch nicht um Hessen, sondern um Ihre Ideologien zum Umbau unseres Landes in einen sozialistischen Staat. Das haben Sie oft hier schon direkt vorne gesagt. In dem alle Ihrer Meinung sein müssen. Und wenn diese erst einmal nicht sind, spielt es keine Rolle mehr, ob dieser jemand ein Migrant ist oder nicht. Denn da handeln Sie frei nach Herrn Özdemir. Halten Sie bitte die Pünktchen. Ich gebe das nicht wieder, was der Herr Özdemir gesagt hat. Dafür ist das Hohe Haus mir zu angesehen. Danke. Danke für diese Aktuelle Stunde. Zeigt sie doch deutlich auf, dass Sie alle selbst in der schwersten Krise unseres Landes Ihr Augenmerk nicht auf die Wiederherstellung der Ordnung, siehe Stuttgart, noch auf die Wiederherstellung der wirtschaftlichen Basis richten. Sie sind weder humanistisch, noch lieben Sie Deutschland oder Hessen. Sie sind einzig selbstverliebt in Ihren Möchtegern-Humanismus, der mehr Schaden anrichtet, als er Nutzen bringt. Vielen Dank. Für die Landesregierung erteile ich nun Innenminister Beuth das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wenn der Redner vor mir von der größten Krise dieses Landes gesprochen hat, dann hat er das vermutlich auf den Covid-19 bezogen. Und ich finde, daran wird ziemlich deutlich, was für ein Unsinn das in dieser Debatte ist. Weil die Krise dieses Landes, was ist denn die Krise dieses Landes? Die Krise dieses Landes, die hält doch nicht an Grenzen, sozusagen. Das ist doch eine Krise, die uns in ganz Europa, ja, überall in unserer Welt betroffen hat. Und, meine Damen und Herren, ich will Ihnen klar widersprechen. Sie haben gesagt, weder humanitär noch geboten. Ich sage Ihnen, es ist die Aufnahme von Flüchtlingen in unserem Land ist erstens humanitär, und zweitens angesichts des Elends auch geboten, meine Damen und Herren. Das entspricht unserer Verantwortung in Europa und der Welt. Natürlich, meine Damen und Herren, nicht unbegrenzt, nicht uns überfordernd, aber im Sinne von Solidarität, christlicher Nächstenliebe, Werte,
die unser Land verbinden und in dem Sie eine Alternative sein wollen. Die Alternative möchte ich nicht kennenlernen, meine Damen und Herren. Hessen, meine Damen und Herren, ist seiner humanitären Verantwortung in den vergangenen Jahren beispiellos und an vielen, vielen Stellen nachgekommen. Und ich finde, wir sollten dort auch, Herr Becher, ehrlich miteinander umgehen. Das, was wir geleistet haben hier in Hessen, das, was die Menschen geleistet haben, was unsere Organisationen geleistet haben, das war wirklich großartig. Und wir lassen dort auch nicht nach. Wir lassen dort nicht nach, wenn wir gerufen werden, wenn wir aufgerufen sind, dass wir Menschen weiterhin aufnehmen. Und das passiert nicht mehr in dem Umfang wie 2015, 16 und 17. Aber es passiert noch nach wie vor, dass Menschen bei uns an die Tür klopfen. Dann werden sie bei uns aufgenommen, humanitär behandelt. Und sie erhalten hier eine Lebensperspektive, wenn sie ein Bleiberecht haben. Und ansonsten erhalten Sie eine Lebensperspektive, solange Sie ein Bleiberecht haben. Und ich finde, das entspricht unserer Verantwortung und unserer Humanität. Und wir haben uns auch in diesem Jahr bei der Durchführung bei der Frage der 165 aus Seenot Geretteten auf Malta haben wir uns ebenfalls wieder eingebracht. Ja, man kann das sozusagen kleinreden und sagen, es waren am Ende 17 Personen, die jetzt auch wegen der Corona-Pandemie nur bis hierher gekommen sind. Aber von den 47 Kindern, die aufgenommen worden sind, haben wir 6 übernommen. Ja, wir haben dort unseren ordentlichen Anteil sozusagen an der Aufnahme von Flüchtlingen, die die Bundesregierung richtigerweise beschlossen hat, halt eben auch erfüllt. Und wenn ich sage, wir haben unsere humanitäre Verantwortung erfüllt, dann muss man, wenn ich den Sozialminister anschauen darf, sogar sagen, wir haben ihn übererfüllt. Bei insbesondere den unbegleiteten minderjährigen Ausländern haben wir die Situation, dass wir seit Jahren viel mehr aufgenommen haben, als nach dem sogenannten Königsteiner Schlüssel hier bei uns aufgenommen werden müssten. Das ist eine besondere Leistung, und ich finde, die muss man auch in einer solchen Debatte herausstellen. Und ich glaube, dass wir gut beraten sind, dass wir die Außenpolitik am Ende denen überlassen, die dafür zuständig sind. Die Außenpolitik macht die Bundesrepublik Deutschland. Herr Becher, es macht ja sogar Ihr Parteifreund an vorderster Front, der dafür zuständig ist. Und ich kann Ihnen sagen, ich komme aus der Innenministerkonferenz aus der letzten Woche. Ich habe dort dankbare Kollegen von der A-Seite gesehen, als wir uns darauf geeinigt haben, dass wir 243 schwer kranke, behandlungsbedürftige Kinder aus Griechenland aufnehmen werden, mit ihren Familien knapp oder gut 900 Personen, die wir aufnehmen werden. Und die Kollegen haben, übrigens auch der Kollege aus Thüringen, auch der Kollege aus Berlin, haben das dankbar aufgenommen. Und wir haben damals und wir haben letzte Woche gesagt, wir wollen das nicht nach dem Königsteiner Schlüssel machen, sondern die Aufnahme bereiten sollen, halt eben aufnehmen. Wir haben uns dazu eingelassen, haben gesagt, wir nehmen gerne 100 dort eben aus diesem Kontingent auch eben auf. Und insofern muss ich Ihnen sagen, Berlin und Thüringen können in ihren Kabinetten beschließen, was sie wollen. Am Ende ist entscheidend, wie viele Menschen in unser Land über die Bundesregierung aufgenommen werden, verteilt werden. Und dann können sowohl die Thüringer, die Berliner, aber eben am Ende auch die Hessen die Flüchtlinge aufnehmen, meine Damen und Herren. Ich komme zum Schluss, Frau Präsidentin. Am Ende sind wir gut beraten, wenn wir weiterhin dafür Sorge tragen, dass die Asylpolitik auf der europäischen Ebene sozusagen zusammengeführt wird. Die Ratspräsidentschaft der Bundesrepublik Deutschland bietet eine gute Gelegenheit, dass wir die gemeinsame europäische Asylpolitik dort neu ordnen, weil Humanität ist nicht nur ein Wert, der uns in Hessen verbindet, nicht nur ein Wert, der uns in Deutschland verbindet, sondern Humanität ist ein Wert, der uns in Europa ebenfalls verbinden sollte. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, damit ist auch diese Aktuelle Stunde abgehalten.